Mit dem heutigen Update sind zwei neue Fellfarben reingekommen, und zwar eine für die Isländer und eine für die Shire Horses. Und da wird jetzt gleich ein Pferd einziehen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pferdekauf-Video. Wir haben zwei neue Pferde im Spiel, die jetzt momentan im Winterdorf stehen, die aber noch umziehen werden. Und zwar zieht der Isländer zieht nach New Hillcrest. Und das Shire Horse, das zieht auf Steves Farm, wenn das Winterdorf wieder weg ist. Für den Moment stehen sie jetzt aber erstmal hier. So, wir haben hier den Shire Horse als Apfelschimmel mit der dunklen Mähne und dem dunklen Schweif, das so ein kleines bisschen ins Bräunliche übergeht. Und das Shire Horse hat ja +4 Stärke, +2 Disziplin und +1 auf Ausdauer. Und kostet 900 Starcoins. Ich werde jetzt die Beschreibung nicht nochmal vorlesen, denn das Shire Horse ist ja schon ein Weilchen länger im Spiel. Und als besonderen Trick hat es ja die Option, sich hinzulegen, beziehungsweise setzt es sich dann so hin ab Level 7. So viel schon mal zum Shire Horse. Ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig, richtig süß aus. Ich liebe diese Art der Apfelschimmel-Zeichnung. Ich mag das richtig gerne. Ich finde die Shire Horses ja generell auch richtig, richtig cool, muss ich sagen. Die haben es mir doch ziemlich angetan. Und dann haben wir hier einen Isländer. Einen Falben. Sehen wir hier ganz klar am Aalstrich. Flexen, würde ich mal sagen, hat er noch, wenn ich mir die Mähne so angucke. Und wie gesagt, dann auf jeden Fall, er ist, hat Falbe in sich drin. Das ist der kleine Isländer mit 4 Stärke, 2 Disziplin und einem Punkt auf Agilität. Und der kostet 950 Starcoins. Der kann ja ein kleines bisschen mehr. Der hat ja den Tölt als besondere Bewegung. Und eine besondere Bewegung ist auch immer ein kleines bisschen teurer als ein Trick, in Anführungsstrichen. Genau, die beiden sind reingekommen. Ich finde sie alle beide richtig, richtig cool. Ich habe mich aber für den Isländer entschieden. Der ist einfach so süß. Ich finde ja Isländer so super putzig. Oh, die sind so toll. Aber für so ein tolles Pferd brauche ich auch einen richtig tollen Namen. Und da muss ich erstmal überlegen, was es dann wird. Glaubt es oder nicht, aber ich habe jetzt für die Wahl des Namens einfach 22 Minuten gebraucht. Und es ist komplett unspektakulär Snowkiss geworden. Ich habe mich irgendwie total schwer getan mit der Namenswahl. Ach, aber jetzt habe ich den Easy endlich im Stall. So, Snowkiss ist jetzt schon eingezogen, steht ganz hinten in der letzten Box und lässt sich erstmal knuddeln. Ich finde die Bewegung, guck mal, die sie mit der Lippe macht. Total süß, das ist mir, glaube ich, beim Isländer gar nicht aufgefallen bislang. So, das Bürsten, da stehen wir hier ein bisschen zu weit hinten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das vielleicht nur daran liegt, dass wir in der Box stehen. Ich kann mich da tatsächlich gar nicht mehr so recht dran erinnern, wie das gewesen ist. Das hier passt aber ziemlich gut mit dem Hufe auskratzen. Nanu, steigt die immer, wenn ich die Hufe auskratze? Nö. Ja, krass. Hier, komm. Ich spendiere dir erstmal ein Level-Up. So sieht das Level-Up aus. Die freut sich wenigstens richtig, die Kleine hier. Oh, die sind einfach so knuddelwuddelig. Die sind einfach so süß. Und hier übrigens, beim Futter, die Leckerchen, die zählen irgendwie nicht für Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ich kann es tatsächlich gerade im Moment gar nicht genau sagen. Aber, oh, die Isländer ist einfach nur total schick. Habe ich gerade irgendein Zaumzeug, was ich draufpacken kann, einfach nur, um sie rauszuführen? Ja, ich habe tatsächlich einen. So, ich setze mich jetzt einfach mal kurz hier drauf. Denn das funktioniert ja nicht mit dem Rausführen aus der Box. Deswegen machen wir das jetzt einfach einmal so. Gut, Hallöle. Zack. Und dann gucken wir uns das jetzt mal an mit dem Führen. Komm mit. So. Oh, die ist einfach richtig, richtig schick. Dann noch mit den drei weißen Beinen. Und ja, hier hinten, das ist ja fast nur noch der Kronrand. Ein bisschen höher als der Kronrand. Aber ich finde es total schön. Ich glaube, die Mähnenfarbe ist die gleiche wie bei dem Flexen, der schon rausgekommen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Aber ich finde das auch total toll,
Mit der Blässe von, ich liebe das einfach. Ich liebe Füchse mit Blässe, ich finde es total toll. So, und jetzt gucke ich erstmal riesig groß in die Kamera und wir bewundern gleich das Outfit. So, das Outfit haben wir jetzt eigentlich ziemlich schnell gefunden und ich liebe es. Ich liebe es total. Ich fange jetzt erstmal mit meinem Outfit an und ja, ich habe auch meine Frisur nochmal geändert. Ich hatte irgendwie Bock drauf. Ich trage, jo, wie immer eigentlich die goldene ovale Brille. Dann habe ich das, die Beanie-Mütze Lebkuchenritt. Die gibt es momentan im Winterdorf zu kaufen. Den Pullover gemütlicher Stalltag, auch den gibt es im Winterdorf. Die kuschelwarme Lagerfeuerhose. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo ich die her habe. Die robusten Ranch-Handschuhe habe ich von der Starshine Ranch. Und die walnussbraunen Stiefel von Rex Stamper aus dem Global Shop. So, und Snowkiss. Sie trägt das Boohoo-Seilhalfter Big Sky. Ich glaube, das ist auch aus dem Global Shop. Dann habe ich den Springsattel-Pulli-Wetter drauf. Da weiß ich tatsächlich auch nicht mehr, wo der her war. War der irgendwo... War der aus irgendeinem Geburtstagsset oder sowas? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die Schabracke-Lavendeltraum, die war auf jeden Fall vom Geburtstag. Und ich finde einfach, dass diese Lavendelfarbe total gut auf sie drauf passt. Dann hat sie die hellbraunen Rocky Mountains Springgamaschen drauf. Schön mit Plüsch, finde ich richtig, richtig toll. Passt perfekt zur Decke und dem Reithalfter. Richtig schön aus dem Global Shop. Dann trägt sie die atemberaubende Satteltasche. Auch die gibt es im Global Shop. Und ich habe ein Robbenjunges dabei in weiß mit grauen Flecken. Das gibt es so leider nicht mehr zu bekommen, weil irgendwie schon seit Jahren die Eisscholle nicht mehr da gewesen ist. Mal gucken, ob die nochmal kommt. So, und jetzt gucken wir uns die Animationen an. Auch wenn der Isländer schon länger draußen ist, ich gucke es mir trotzdem nochmal gerne mit euch an. So, rückwärts richten. Haben wir hier, dann haben wir das Steigen. Das Steigen finde ich richtig toll. Ich finde, das passt mega gut zum Isländer. Kurz, kraftvoll, passt. So, wir haben den Schritt, der sehr, sehr energisch nach vorne geht. Also richtig schön, richtig locker. Ich kenne mich nicht raus, kenne mich nicht aus im Oval der Gangpferdereiter. Aber ich glaube, das wird eine recht gute Bewertung bekommen. So, traben wir mal an. Der Trab fällt einigen Isländern ja ein bisschen schwerer. Viele tölten ja lieber, habe ich mal gehört. Und der sieht aber hier sehr, sehr schön aus bei dem Isländer. Der gefällt mir wirklich gut. Und der Arbeitsgalopp, oh, warte mal, Linksgalopp, dann gehen wir auch auf die linke Hand. Auch der gefällt mir gut. Was ich hier gut finde, was ja für nicht so unbedingt Wertnoten für die Gangart gibt, ist, dass Isländer immer so ein bisschen so einen Tralopp haben. Das heißt, es ist immer, ja, es ist oft nicht so ein richtig, 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 richtig geiler, taktreiner Galopp. Aber ich finde, das haben die hier richtig gut umgesetzt. Es sieht halt echt aus, wie es bei Isländern oft aussieht. So. Das nächst schnellere ist ja hier beim Isländer der Pass, den ich richtig gut umgesetzt finde. Also er huft nicht hundertprozentig perfekt gleichzeitig auf. Das sieht man aber im Endeffekt nur, wenn man nicht unbedingt durch den tiefen Schnee reitet. Hier sieht man das, dass das dann halt schon hinten links am Boden ist, während vorne links noch in der Luft ist. Aber da muss man schon ziemlich genau hingucken. Ja, und dann im Renngalopp, da haben wir auch wieder so ein bisschen dieses Traloppieren, sage ich jetzt mal. Aber ich finde es klasse. Ich mag den Isländer total, so sieht das Ganze von hinten aus. Ich finde es auch spitze umgesetzt. Und wie gesagt, so sieht man das oft bei Isländern. So, und wenn wir aus dem, ich glaube, aus dem Trab geht es mittlerweile auch, oder? Nein, aus dem Trab geht es nicht. Aber wenn wir aus dem Schritt in den Tölt wollen, dann müssen wir einmal Shift gedrückt halten und dann beschleunigen. Ach ja, vielleicht geht es auch doch aus dem Trab. Die Special Gangart stimmt, kann er ja jetzt auch nicht, ne? Da ich ja, da er noch nicht das entsprechende Level erreicht hat. Ich vergaß. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ich hatte noch einen Kommentar bekommen, wie man das triggern kann. Muss ich mir aber nochmal angucken. Ich würde sagen, wir gucken uns vielleicht erst noch das Springen an. So. Baue mal gerade ein paar Hindernisse auf. Mein Mauszeiger ist weg. So, er ist einfach so winzig klein. Oh, das hier ist aber
verändert worden. Mit der Auswahl. Das ist neu. Das sah bis vor kurzem noch nicht so aus. So, und jetzt gucken wir mal. Wir gehen hier direkt mal in die Zweifache rein aus dem Arbeitsgalopp. Upsala. Direkt erstmal Mikado gespielt und die Stangen abgeräumt. Aber der springt eigentlich ganz ordentlich. Zack. Der springt eigentlich ganz ordentlich. Der haut sich jetzt nicht die Beine unter den Bauch und hebt die super vorsichtig an. Aber muss er auch nicht. Der ist ein Isländer. Isländer haben ganz andere Qualitäten. Zwar gibt es natürlich auch welche, die gerne hüpfen. Aber Isländer, wie gesagt, eigentlich haben die andere Qualitäten. So. Und dafür finde ich eigentlich die Sprunganimation schön gemacht. Aber ich muss mir ganz kurz nochmal angucken, wie das aussieht, wenn wir drauf sitzen. Ja, das Bein schlackert so ein bisschen nach vorne. Aber es ist okay. Es ist okay. So, Leute. Schnelles Anhalten. Gucken wir uns natürlich auch noch an. Zack. Der haut ganz schön die Bremse rein. Zack. So. Nähkreuze finde ich unheimlich. Zack. So. Sieht auch gut aus. So, ich habe mir jetzt eben den Kommentar noch angeguckt, wie es trotzdem möglich sein soll, indem man Q drückt und... Oh, Consumables. Was haben wir denn hier? Dann mit dem Pferd steigt und dann hat man den besonderen Trick über die Leertaste. Theoretisch. Der Isländer hat aber keinen. Und die Special Gangart... Oh, okay, jetzt ist das Menü auch nicht mehr da. Die Special Gangart, warte mal, geht's so? Nee, geht auch nicht. Also das scheint so jetzt wirklich leider nicht zu funktionieren. Zumindest habe ich nichts rausgefunden. Aber naja, gut, wenn ihr den Tölz sehen möchtet, den seht ihr noch früh genug mit Snowkiss. Und ich würde euch dann empfehlen, heute Abend beim Stream einzuschalten. So ab circa 17 Uhr oder 17.30 Uhr, je nachdem, wie ich fertig werde. Denn da werde ich mit Sicherheit weit genug kommen vom Level. Da bin ich eigentlich sehr, sehr guter und positiver Dinge. Und jetzt werden wir uns aber, upsalalala, jetzt werden wir uns natürlich auch noch die unterschiedlichen Mähnen angucken. Auch wenn ich nicht denke, dass ich die verändern werde beim Isländer. So, also, wunderschöne, volle, struppelige Mähne. Ich liebe es, der Schweif genauso toll. Dann haben wir hier eine vernähte Mähne mit offenem Schopf. Ist süß, würde ich jetzt aber nicht machen. Dann haben wir die komplett eingenähte Mähne mit Idiotenzopf und auch einem eingeflochtenen Schweif. Also es ist alles gut gearbeitet, aber es gefällt mir. Gefällt mir einfach nicht auf dem Isländer. Genauso wenig wie diese abrasierte Mähne mag ich gar nicht. Dann haben wir die Stehmähne mit Schopf. Die würde ich jetzt aber auch nicht nehmen wollen. Ich mag einfach die Standardmähne, muss ich echt sagen. Dann haben wir diese Mähne hier. Habe ich tatsächlich bislang recht selten gesehen bei den Isländern. Wobei das goldig ist. Es ist irgendwie echt niedlich, muss ich sagen. Aber die ist vielleicht ein bisschen zu igelig. Dann haben wir noch hier die kurze Mähne. Weiß ich nicht. Fühle ich beim Isländer nicht. Also ich werde beim Isländer hier, Gott, ich habe heute irgendwie Wortfindungsschwierigkeiten, Sprachstörung. Ich rede einfach momentan zu viel. Ich würde die Mähne so lassen, wie sie ist. So sieht sie jetzt aus. Und ja, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns nachher im Stream. Wahrscheinlich auf Server 1 Winterstar. Gucken wir mal. Macht's gut. Und welches Pferd habt ihr mir gekauft? Habt ihr euch gekauft? Ich sag's ja, Sprachfindungsschwierigkeiten. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.